Volker Tripp ist hier, das ist der politische Geschäftsführer des Digitale Gesellschaft e.V. Genau, da kommt er schon. Er hat sich in den letzten Wochen sehr intensiv mit dem Netzwerksdurchsetzungsgesetz und auch mit der Abschaffung der WLAN-Störerhaftung beschäftigt, hat dazu für uns ja auch gebloggt und sich entsprechend informiert und möchte jetzt dazu was sagen, was diese beiden Gesetzesentwürfe, die ja Freitag zu Gesetzen geworden sind, bewirken und wie der Fazit aus diesen beiden Prozessen aussieht. Bitteschön. So, ja, Namen zusammen und Dankeschön für die Einführung. Genau, ich möchte ein bisschen was erzählen über zwei sehr unterschiedliche Gesetzgebungsverfahren, nämlich einmal das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und zum anderen die Gesetze zur Abschaffung der WLAN-Störerhaftung. Da gab es ja mehrere Anläufe. Und ich will eigentlich gar nicht so sehr über den Inhalt dieser Gesetze sprechen, sondern mehr über die Art und Weise, wie die Gesetzgebungsverfahren verlaufen sind und auch, was das für die Arbeit einer, wie bei uns eben sehr kleinen NGO bedeutet, wie man sich da eben drauf einstellen muss. Und ja, vielleicht so zum Abschluss auch noch ein Fazit dazu, ja, was man so über die, sagen wir mal, rechtsstaatliche Kultur so aus den letzten 4 Jahren schlussfolgern kann. So, etwas textlastig, aber genau, das ist die Übersicht sozusagen zum Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zur WLAN-Störerhaftung. Vielleicht ganz kurz für diejenigen, ich gehe eigentlich davon aus, dass ihr alle wisst, was die WLAN-Störerhaftung ist, aber es wurde ja vorhin schon kurz gesagt. Es bedeutet grundsätzlich, wenn man sein WLAN für die Allgemeinheit öffnet und andere Menschen dann Rechtsverletzungen über dieses WLAN begehen, dann kann man als Betreiber des WLANs dafür haftbar gemacht werden. Und diese WLAN-Störerhaftung, die ist noch nicht mal gesetzlich verankert, sondern eigentlich nur eine Figur, die die Rechtsprechung entwickelt hat. Und sie sorgt eben dafür, dass wir in Deutschland bisher nicht flächendeckend offene WLANs haben, weil die Leute eben Angst vor der Haftung haben, vor Abmahnungen haben und deswegen ihr WLAN verschlüsseln und mit einem Passwort schützen. So, das sollte sich ändern und das hat die Koalition auch vereinbart im Koalitionsvertrag. Da wurde also gesagt, wir möchten für offene WLANs Rechtssicherheit schaffen. Es wurde nicht explizit gesagt, wir wollen die Störerhaftung abschaffen, sondern es soll eben klar sein, unter welchen Bedingungen man sein WLAN aufmachen kann. Wir selbst von der Digitalen Gesellschaft hatten schon 2012 einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt, also einen Formulierungsvorschlag für einen Gesetzentwurf natürlich. Und der wurde auch insgesamt 2-mal eingebracht in den Bundestag, einmal vor dieser Legislatur und einmal während dieser Legislatur, ist aber in beiden Fällen dann nicht durchgekommen. So, jedenfalls, wie man hier sieht, es gab also 2 Anläufe zur Abschaffung der WLAN-Störerhaftung, und zwar eben durch eine Änderung des Telemediengesetzes. Und das Ganze fängt eben immer damit an, dass zunächst mal aus dem entsprechenden Ministerium ein Referentenentwurf präsentiert wird. Und an diesen Referentenentwurf schließt sich dann üblicherweise eine Verbändeanhörung an. Also die interessierten Verbände und Organisationen der Zivilgesellschaft haben dann eben die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. Die werden normalerweise auch danach immer veröffentlicht. Der nächste Schritt, wenn das dann durch ist, dann überlegt man nochmal, ob man vielleicht an diesem Referentenentwurf irgendwas verändern muss. Und das nächste, was dann passiert, ist, dass man bei der EU-Kommission anzeigt, dass man vorhat, ein solches Gesetz zu erlassen. Das ist die sogenannte TRIS-Notifizierung. TRIS bedeutet einfach technische Regulierung für Dienste der Informationsgesellschaft. Und immer wenn ein Mitgliedstaat solche Regeln ändert, dann kann er das nicht einfach so tun, sondern muss der Kommission sagen, dass er das gerne machen möchte. Die Kommission schaut sich dann diesen Entwurf an und dann können die Mitgliedstaaten auch noch Stellung nehmen dazu. Und sie überprüft dann, ist dieser Entwurf mit dem Europarecht vereinbar und ist er mit dem gemeinsamen Binnenmarkt vereinbar. Ja? Und gegebenenfalls gibt es dann die Möglichkeit für die Kommission, dass sie Änderungen verlangt, eine sogenannte qualifizierte Stellungnahme erlässt. Während dieser Zeit, in der die TRIS-Notifizierung läuft, 3 Monate gilt eine Stillhaltefrist, wenn so eine qualifizierte Stellungnahme gemacht wird, dann verlängert die sich auch noch um einen weiteren Monat. Das war jetzt hier nicht der Fall. Die Frist endete dann im September bei dem ersten Versuch, also bei dem zweiten TMG-Änderungsgesetz. Und man vernahm irgendwie gar nichts so von der EU-Kommission. Und irgendwie dachten alle, die EU-Kommission hätte eigentlich keine Einwände. Bis sich dann aber plötzlich rausstellte, doch, es gibt eine Stellungnahme der EU-Kommission und da steht auch drin, dass sie das europarechtlich problematisch findet. Denn dieses Gesetz, so wie es ursprünglich abgefasst war, verstieß gegen die E-Commerce-Richtlinie und gegen bestimmte europäische Grundrechte.
Es war dann also, es wurde dann aber einfach ein Kabinettsbeschluss gemacht und eine gewisse Zeit dachten also auch wohl viele Abgeordnete im Bundestag, dass es eigentlich europarechtlich keine Einwände gäbe. Dann, wie gesagt, kursierte aber irgendwann diese Einschätzung von der Kommission und es wurde also auch unter den Parlamentariern immer klarer, dass das Ganze so einfach wohl nicht geht. Daraufhin gab es dann auch noch Empfehlungen des Bundesrates. Der Bundesrat muss immer beteiligt werden, bevor ein Gesetz beschlossen wird durch den Bundestag. Wenn die Bundesregierung es einbringt, dann muss ich mir vor, bevor das Ganze in den Bundestag geht, das einmal an den Bundesrat geben und der kann dann eben noch Empfehlungen erlassen. So, in diesem Fall hier war dann eigentlich der nächste wesentliche Einschnitt die Sachverständigenanhörung am 16. Dezember, denn da wurde der Gesetzesentwurf eigentlich von allen Experten, die dort geladen waren, komplett zerrissen. Also wirklich zerpflückt und es wurde sehr deutlich, europarechtlich geht das alles so nicht. Und dann sieht man ja auch, gab es einen relativ großen Abstand bis zum 2. Juni, bis dann eben schließlich die zweite und dritte Beratung kamen. Und dazwischen wurde eben das Gesetz dann auch deutlich verändert. Man hat das Ganze, also diese Berichterstattergespräche, die waren wirklich, also die gingen sehr, sehr lange. Da haben wir auch zwischendurch immer wieder mit Parlamentariern geredet und versucht eben Vorschläge einzubringen, wie man das Ganze jetzt europarechtskonform machen könnte. Im Ergebnis haben dann eben SPD und CDU das zwischen sich ausgedealt und dann die Version verabschiedet, die am 2. Juni dann eben zum Gesetz wurde. Das Problem dabei war, dass man ja, die Störerhaftung eigentlich nicht abgeschafft hat. Also da stand zwar Störerhaftung abgeschafft, das stand auf dem Gesetz drauf, aber es ist eben überhaupt nicht passiert. Insbesondere bei der Störerhaftung spielen Unterlassungsansprüche eine wesentliche Rolle. Die hätte man explizit ausschließen müssen und genau das hat man nicht getan. Das haben wir zwar immer wieder gesagt, wir und andere, aber also da kümmerte man sich nicht drum. Man hat dann das Gesetz beschlossen und die Verantwortlichen aus der Großen Koalition haben sich dann tatsächlich hingestellt und gesagt, ja, wir haben die Störerhaftung abgeschafft, total super. Und kurz drauf gab es dann ein Urteil vom EuGH in dieser Sache McFadden gegen Sony Music, haben vielleicht einige mitbekommen. Da ging es auch um die WLAN-Störerhaftung und da hat plötzlich der EuGH gesagt, also ja, sowas wie Passwortschutz und Verschlüsselung und so, das kann man schon verlangen. Also es ist mit dem Europarecht konform, wenn man das verlangt. Und das deutsche Recht, eben auch in dieser neuen Version, wird das schon hergeben. Daraufhin war dann die Überraschung groß und es setzte sich dann offenbar die Erkenntnis durch, dass man da vielleicht noch mal ran muss. Und in der Zwischenzeit hat es einen Wechsel gegeben im Wirtschaftsministerium. Herr Gabriel war dann nicht mehr Wirtschaftsminister, sondern Frau Zypris. Und also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber man kann den Eindruck gewinnen, dass Frau Zypris vielleicht noch so die eine oder andere Rechnung offen hatte. Ist vielleicht auch nicht so schön, wenn man nur Staatssekretärin wird, wenn man vorher schon mal Ministerin war. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat sie also ziemlich durchgezogen und auch so verbal, finde ich, einige Ohrfeigen so verteilt innerhalb der Großen Koalition. Jetzt auch zum Schluss nochmal, als es so an das Fazit der Großen Koalition ging. Ja, und sie hat sich dann tatsächlich daran gemacht, das TMG dann doch nochmal zu ändern und die Störerhaftung wirklich abzuschaffen. Und das ging eben dann so mit dem zweiten Referentenentwurf zum dritten TMG-Änderungsgesetz. Auch da gab es eine Interessennotifizierung, die ist aber relativ glatt durchgelaufen. Und die Beratungen also liefen dann eigentlich auch relativ glatt. Ein bisschen gewackelt hat es hier beim Bundesrat. Der hat dann auch noch verschiedene kleine Änderungen vorgeschlagen. Und dann kam schließlich zu einer Sachverständigenanhörung vergangene Woche Montag. Und überraschend einhellig war das, muss man sagen, und auch überhaupt nicht so kontrovers, wie man hätte denken können. Das lag dann auch wohl daran, dass relativ kurz vor dieser Sachverständigenanhörung nochmal so eine Welle durch die Presse ging, dass die CDU jetzt dieses Gesetz platzen lassen möchte und da nicht mehr mitmachen möchte. Und Frau Zypris hat sich dann wohl nochmal in die Bresche geworfen und die Verhandlungen dahin gelenkt, dass die Union dann doch Ja gesagt hat. Insofern war eigentlich zu dem Zeitpunkt, als an die Sachverständigenanhörung lief, die Sache schon gegessen und es war eigentlich beschlossene Sache. Vielleicht lief es deswegen relativ zahm ab. Und schließlich, wie gesagt, kam es dann zur Verabschiedung des Gesetzes. Was man hieran sehen kann, finde ich, was ganz interessant ist, wie dick die Bretter sind, die man auch tatsächlich bohren muss, wenn man sogar so ein kleines Ergebnis haben möchte, wie die Abschaffung der WLAN-Störerhaftung.
Denn tatsächlich ist es also eine verhältnismäßig kleine Gesetzesänderung, um die es da geht. Es ist nicht irgendwie ein wahnsinnig komplizierter Akt, sondern eigentlich ist es was relativ Simples. Und wie gesagt, selbst das hat schon so lange gebraucht. Und die Bemühungen, die liefen ja sogar schon vor 2013. Und ich sagte ja schon, wir haben schon 2012 damit angefangen. Und man muss halt in der ganzen Zeit wirklich am Ball bleiben und dann auch zum Beispiel versuchen, solche Sachen wie die TRIS-Notifizierung dazu nutzen, um Öffentlichkeit herzustellen, um wieder neue Argumente zu spielen und so. Und also wir haben auch auf jeder Stufe, die ihr hier seht, eigentlich uns immer beteiligt und Beispiel Analysen geschrieben zu den Referentenentwürfen oder Eingaben zu der TRIS-Notifizierung gemacht und so weiter, auch an den Bundesrat geschrieben und so weiter. Beim NetzDG, also beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, sah das deutlich anders aus. Das war sozusagen ein Spurt durchs Gesetzgebungsverfahren. Da kann man eben sehen, wie schnell es geht. Der Grund dafür, vielleicht so um dem Ganzen ein bisschen Kontext zu geben, unser Justizminister Heiko Maas hat ja über 2 Jahre lang sich so mit Facebook und Twitter und Google auseinandergesetzt über die Frage, wie eben Hassbotschaften in sozialen Netzwerken gelöscht werden. Und offenbar hat Facebook und haben die anderen ihn dabei immer wieder ein bisschen vertröstet. Und es ist eben nicht viel passiert. Er hat sich aber immer ganz gerne so als den Kämpfer gegen den Hass in der Welt stilisiert. Ne? Und nachdem dann diese Diskrepanz immer größer wurde und Volker Kauder also ihm irgendwann gesagt hat, Heiko, jetzt musst du liefern, da sah Heiko Maas sich offenbar genötigt, das auch zu tun und hat dann eben am 14. März 2017 diesen Referentenentwurf für ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorgelegt, was das Ziel hat, die Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken zu verbessern. Direkt an die Präsentation dieses ersten Referentenentwurfs schloss sich dann eine Verbändeanhörung an, die eigentlich bis zum 30. März laufen sollte. Und plötzlich taucht auch wirklich ganz, ganz zufällig in der Datenbank der Europäischen Kommission, wo die ganzen Gesetze gelistet sind, die eben für so eine TRIS-Notifizierung, ja bei so einer TRIS-Notifizierung eingereicht wurden, taucht also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf. Und nicht nur das, sondern in einer deutlich erweiterten Version. Also aus den ehemals 14 Straftaten, die das Netzwerkdurchsetzungsgesetz im ersten Referentenentwurf abdeckte, waren jetzt plötzlich 24 geworden, zum Beispiel. Und auch dieser Auskunftsanspruch für Online-Dienste, der ursprünglich gar nicht im Gesetz drin stand, war plötzlich drin. Und das Ganze ist zufälligerweise aufgefallen, weil wir mal in diese Datenbank reingeguckt haben. Und das haben wir dann auch mal öffentlich gemacht. Und daraufhin gab es also viel Empörung, auch bei den Verbänden. Denn ich glaube, es ist ja relativ klar, wie sowas ankommt. Ja? Also man fragt erst die Verbände nach ihrer Meinung, was sie denn zu diesem Gesetzentwurf meinen. Und bevor die Frist für diese Stellungnahme vorbei ist, gibt es einen neuen, deutlich erweiterten Entwurf, der offiziell bei der EU-Kommission notifiziert wird. Also für die Betroffenen, für die Verbände wirkt das ja so, als wollte man sagen, so, jetzt schreibt doch mal alles schön auf, was ihr davon meint. Es interessiert uns zwar nicht und wir haben auch längst andere Pläne, ja, aber macht mal. Das ist, kann ich wirklich sagen, sehr, 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 sehr schlecht bei allen Betroffenen angekommen. Da wir gemerkt haben, dass da also offenbar wenig Bereitschaft zum Dialog da ist, haben wir uns also überlegt, was können wir denn jetzt machen, um tja, irgendwie dann noch einen Fuß in die Tür zu kriegen und irgendwie eine Art von öffentlicher Diskussion herbeizuführen. Das Problem war nämlich, gerade beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass eigentlich quer durch alle Parteien im Bundestag die Bereitschaft da war, dass dieses Gesetz so kommen sollte. Am Anfang waren alle total begeistert davon und es sah wirklich aus, als wäre es schwierig, das irgendwie aufzubrechen. Und deswegen musste also irgendwas her, was über das, was wir normalerweise machen, so mal hinausgeht. Und wir haben dann halt eine ausgesprochen breite Allianz gegründet oder initiiert, angestoßen, die eben zum Teil aus Wirtschaftsverbänden bestand, also Bitkom zum Beispiel oder BVDW, aber eben auch so Organisationen wie Reporter ohne Grenzen oder Wikimedia oder der Chaos Computer Club oder sogar die Amadeo Antonio Stiftung. Ja, auch ein Deutscher Anwaltverein war dann später noch dabei, Deutscher Presseverein, Deutscher Journalistenverband und so weiter und so fort, Deutscher Kulturrat, also ein wirklich sehr, sehr breites Spektrum an Verbänden, auch an Einzelpersonen. Und das haben wir dann gemacht, unmittelbar nach dem Kabinettsbeschluss sind wir damit sozusagen rausgegangen. Der Kabinettsbeschluss, der dann auch wieder noch eine andere Version von dem Gesetz enthielt. Naja, und dann haben wir halt
geschaut, ob wir also in irgendeiner Weise da zu einer öffentlichen Debatte beitragen. Das hat tatsächlich ganz gut funktioniert, weil dann irgendwann auch in den Zeitungen so ein bisschen mehr darüber berichtet wurde. Und langsam brach so diese einheitliche Front auf von Leuten, die das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ganz super finden. Und die Kritik wurde gehört, man hat sich damit auseinandergesetzt und tatsächlich auch gemerkt, da könnte ein Problem für die Meinungsfreiheit bestehen. Ja, und dann wurde es, also ging es auch am Ende wirklich wieder Schlag auf Schlag, nachdem das Ganze dann im Bundestag war, gab es auch noch Empfehlungen des Bundesrates, die eigentlich auch nochmal gezeigt haben, dieses Gesetz ist total unausgegoren. Und ähnlich war es dann auch bei der Sachverständigenanhörung im Rechtsausschuss, wo eben auch nochmal ganz klar gesagt wurde, dieses Ding ist europarechtswidrig. Dann hat man das nochmal relativ stark verändert, was aber an der Europarechtswidrigkeit überhaupt nichts geändert hat, das muss man ganz deutlich sagen, und ist eben jetzt am vergangenen Freitag vom Bundestag verabschiedet worden. Was hierbei bemerkenswert ist, finde ich, ist nicht nur die Geschwindigkeit, sondern eben auch die Tatsache, dass man sich hier eigentlich nicht die Mühe gemacht hat, sozusagen das Problem, was man angeblich beheben will, überhaupt erstmal sauber empirisch zu erfassen. Ja, die Grundlage für dieses Gesetz war eine Untersuchung von Jugendschutz.net, die sich eben auf 3 soziale Netzwerke bezog und genau 2 der insgesamt 24 Straftaten, die das Gesetz abdeckt, überhaupt nur erfasst haben. Das war die Grundlage, eine andere Grundlage gab es nicht. Und ja, ich finde, was man jetzt hier vielleicht schlussfolgern kann daraus, also zum einen, es sind manchmal sehr dicke Bretter, die man bohren muss und man muss über eine lange Strecke am Ball bleiben und die Entwicklungen beobachten und dann eben wirklich immer genau, wenn dann gerade wieder eine Gelegenheit da ist, am Flock einzuschlagen, da dann tatsächlich auch reingehen. Schwieriger ist es, finde ich, bei sowas wie dem NetzDG, wo man, also was eigentlich sehr plötzlich über einen hereinbricht, wo man eigentlich gar nicht unbedingt mit gerechnet hat, dass es jetzt passiert, und dann eben auch die Dinge alle sehr, sehr schnell hintereinander kommen und ja, man eigentlich jederzeit bereit sein muss, jetzt noch wieder eine Stellungnahme oder so zu machen oder eben sehr schnell auf Dinge zu reagieren. Eine Sache, die insgesamt so in den letzten 4 Jahren sichtbar geworden ist, ist eine irgendwie merkwürdige Veränderung, also nach meiner Wahrnehmung jedenfalls, eine merkwürdige Veränderung der rechtsstaatlichen Kultur. Man hat häufig das Gefühl, dass die Anhörungen, die Sachverständigenanhörungen, die da durchgeführt werden, nur noch für die Galerie sind. Also man führt die im Grunde durch, ja, lässt die Leute da auch was sagen, die reichen auch ihre Stellungnahmen ein, aber oft hat das eigentlich gar nicht mehr so eine wirkliche Wirkung. Beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, klar, da gab es Kritik, die war teilweise sehr weitgehend und man hat auch Dinge verändert nachher, aber es hat eben nicht dazu geführt zu sagen, Moment, aber dieses ganze Gesetzgebungsverfahren ist eigentlich von vornherein so verfahren und wir versuchen das hier in so einer Schnelle durchzudrücken, dass wir es überhaupt gar nicht schaffen, mal über die Folgen nachzudenken oder darüber zu diskutieren. Also mit anderen Worten, es ist so, da ist ein bestimmter politischer Wille da und es wird eigentlich nicht nach der Sinnhaftigkeit wirklich gefragt. Und selbst wenn Leute eben ganz klar machen, das ist nicht sinnvoll, wird es trotzdem gemacht. Bei der WLAN-Störerhaftung war es so ähnlich, bei dem ersten Durchgang war es völlig egal, wie deutlich man gesagt hat, und nicht nur wir, eben alle möglichen Leute, das ist europarechtswidrig, das geht so nicht. Ja? Und man hat es trotzdem gemacht. Beziehungsweise dieses Gesetz löst das eigentliche Problem nicht. Und man hat es eben trotzdem gemacht. Und ja, das sind so Gesichtspunkte, die führen dann eben, ich meine, Anna hat das ja vorhin auch schon gesagt, manchmal zu so einem gewissen Maß an Resignation, dass man sich eben fragt, warum macht man das eigentlich alles noch? Ja, und wenn es doch sowieso so ist, man macht irgendwie Eingaben und so, und im Grunde sieht man nicht allzu viele Spuren davon. Bei der WLAN-Störerhaftung muss man sagen, dadurch, dass wir da so lange am Ball geblieben sind, das haben uns so einige Bundestagsabgeordnete gesagt, hat sich eben die Diskussion schon maßgeblich verändert und wir wären heute nicht an dem Punkt, wo wir sind und wir hätten jetzt nicht die Störerhaftung abgeschafft, wenn es eben nicht so NGOs gegeben hätte, die da dauerhaft am Ball bleiben. Ja, danke schön. Ja, und ich wollte noch irgendwas sagen. Genau, und beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz finde ich, da hat man eine Sache gesehen, wo man wirklich sehen kann, was eigentlich die Stärke ist auch von NGOs und sagen wir mal, wo wirklich ein Hebel liegt, den man, glaube ich, in Zukunft noch viel häufiger ziehen muss. Und zwar
Also gerade jetzt mit dieser Allianz, finde ich, ist es uns relativ gut gelungen, die politischen Kosten für dieses Vorhaben deutlich in die Höhe zu treiben. Also wenn man sieht, wie geschlossen die Front ursprünglich war und wie begeistert alle von dem Vorschlag von Maas waren und wie beschädigt Maas jetzt dasteht und wie, naja, also wie sehr auch das Image, sagen wir mal, der Parteien gelitten hat, die eben jetzt hier das NetzDG befürworten, also finde ich, ist das ein ganz, ganz guter Weg und das sollte man sich eben klar machen. Deswegen ist es nämlich auch wichtig, dass es diese NGO-Arbeit gibt, auch wenn eben nicht immer alles zu einem super positiven Ergebnis führt. Nur das zeigt eben, es ist sozusagen eine Gegenwehr da und es ist eine Gegenkraft da. Und man kann eben nicht einfach alles machen, sondern man muss eben mit einberechnen, dass das unter Umständen eben auch ja, zu einer sehr starken Erhöhung der politischen Kosten führen kann, wie ich schon sagte. Und ja, damit möchte ich eigentlich schließen. Also so ein bisschen gemischte Gefühle, würde ich mal sagen. Also manches ist schwierig. Wie gesagt, die rechtsstaatliche Kultur finde ich auch schwierig mittlerweile. Aber es ist ganz schön zu sehen, dass zumindest ein gewisser Impact der Arbeit da ist. Dankeschön. An dich auch vielen Dank. Gibt es denn noch Fragen von euch an Volker? Gleich hier vorne, bitteschön. Danke. Zu der TRIES-Notifizierung. Ist es so, dass die nur einmalig am Anfang initial eingereicht werden muss und dann sagt die Europäische Kommission, wir haben in dem konkreten Entwurf nichts dagegen, aber dann könnte man sozusagen in den nachfolgenden Änderungen beliebige Erweiterungen reinstecken oder müsste theoretisch jedes Mal quasi so eine Prüfung stattfinden? Ja, tatsächlich ist es so, dass man nicht ohne weiteres Änderungen vornehmen kann, sondern wenn man wesentliche Änderungen an einem einmal notifizierten Entwurf vornimmt, dann muss er grundsätzlich neu notifiziert werden. Und zwar insbesondere dann, wenn das belastendere Regeln sind für die Betroffenen, als es vorher waren. Also wenn man mehr Pflichten sozusagen einführen würde. Man hat ja jetzt das beim NetzDG auch gemacht und bevor eben klar war, wie jetzt diese endgültige Kompromissfassung aussieht, konnte man sich tatsächlich fragen, also Leute, wenn ihr das Ding jetzt hier einfach mal eben schnell so grundlegend verändern wollt, wird da nicht eigentlich eine neue Notifizierung fällig? Und das hätte auch so sein können. Jetzt hat man so gemacht, dass man jedenfalls für die rechtswidrigen Inhalte, bei denen die Rechtswidrigkeit nicht offensichtlich ist, dass er dann in diese regulierte Selbstregulierung kippen lässt, sozusagen. Ne? Und das wird eben als ein weniger im Verhältnis zu der bisherigen Regulierung angesehen. Und darum hat man jetzt nicht neu notifiziert. Aber also im Grundsatz ist richtig, wenn belastendere Regeln eingeführt würden, müsste man neu notifizieren. Und das wäre natürlich die Horrorvorstellung gewesen, denn dann hätte wieder sich jetzt diese 3-Monats-Frist an, dann wäre angeschlossen, also die Stillhaltefrist, und dann hätten wir es in dieser Legislatur nicht mehr bekommen. Und das galt ja offensichtlich zu verhindern, also es wurde ja hier wirklich mit der Brechstange durchgesetzt. Ne? Hier ist auch noch eine Frage. Hallo, ich habe mal eine Frage zu der WLAN-Störerhaftung. Ich habe da in der Presse gelesen, dass es nur huckepack mit irgendeiner Form von Websperren kam. Hat das gar nicht stattgefunden? Oder? Doch, das hat stattgefunden. Also das ist sozusagen der Schönheitsfehler. Ich habe ja gesagt, ich wollte gar nicht so viel inhaltlich darüber reden, aber kann man vielleicht nochmal kurz darstellen. Also tatsächlich ist die WLAN-Störerhaftung, dieses Institut, ja, was eigentlich bisher nur richterrechtlich geregelt war, es ist abgeschafft. Punkt. Ja? Und das ist auch so. Stattdessen hat man aber einen neuen Anspruch der Rechteinhaber eingeführt gegenüber WLAN-Betreibern, wenn es bereits einmal zu einer Rechtsverletzung gekommen ist. Und dann steht drin, haben die Rechteinhaber einen Anspruch auf die Sperrung der Nutzung von Informationen. So, was heißt das? Ne? Also das weiß keiner so ganz genau, was das heißt. Und das ist nämlich auch ein Problem, weil damit so eine letzte Rechtsunsicherheit verbleibt. Also man könnte beispielsweise die Sperrung der Nutzung von Informationen durch Websperren machen, also indem man den Zugriff auf irgendwelche URLs sperrt. Man könnte es machen durch Portsperren, aber es sind vielleicht auch noch andere Maßnahmen denkbar, je nachdem, wie die Rechtsverletzung konkret ausgesehen hat. Also beispielsweise könnte man ja sagen, der WLAN-Betreiber muss die Bandbreite, die dem einzelnen Nutzer zur Verfügung steht, limitieren. Oder er muss die Zeit limitieren, die man online sein kann, sodass er gar nicht die Zeit hat, irgendwas runterzuladen oder so. Ja? Man könnte sich auch zum Beispiel denken, dass solche Maßnahmen zeitlich befristet sind, also dass er sie nicht dauerhaft aufrechterhalten muss, sondern nur für 3 Monate oder so. Das sind Dinge, die legt das Gesetz nicht fest, ja? Sondern sagt einfach nur nebulös einen Anspruch auf die Sperrung der Nutzung von Informationen.
Was, also man muss sagen, dass es irgendwie so etwas gibt, das ist europarechtlich determiniert. Und das ergibt sich auch aus dem McFadden-Urteil eigentlich ziemlich deutlich. Was man hätte machen können, das war auch unser Vorschlag an der Stelle, den wir auch bei der Sachverständigenanhörung eingebracht haben, man hätte halt den Kreis dieser Maßnahmen beschränken können. Also nicht explizit sagen, die und die und die Maßnahmen können verlangt werden, das wäre nicht allzu technikoffen. Man könnte aber jedenfalls sagen, welche Maßnahmen nicht verlangt werden können. Ja? Denn jetzt ist die Situation so, dass wenn so ein Rechteinhaber den Anspruch geltend macht, geht er zu dem WLAN-Betreiber, sagt, ich möchte, dass du jetzt diese und jene Webseite sperrst, zum Beispiel. Und jetzt muss der WLAN-Betreiber selber entscheiden, haben die da einen Anspruch drauf oder nicht. Und wenn er sagt, nee, ich mache das nicht, weil ich habe keinen Anspruch drauf, dann können die den verklagen. Und dann steht am Ende wieder das Risiko, dass er die Gerichtskosten übernehmen muss. Was gut ist durch das neue Gesetz, Abmahnkosten sind komplett abgeschafft, die gibt es nicht mehr. Ja? Das heißt also, es verbleibt eine gewisse Rechtsunsicherheit, die ist aber bei Weitem nicht mehr so groß, wie die ursprünglich mal war. Ja. Danke. Sieht aus, als gäbe es keine Fragen mehr zu dir. Doch, da ist noch jemand. Vielleicht noch eine Frage ganz kurz. Plant ihr Klagen oder wisst ihr von Klagen dagegen? Du hattest gesagt, dass du es für europarechtswidrig oder dass der DigiGES es als europarechtswidrig das einschätzt. Netz-DG. Das Netz-DG, ja. Plant ihr da Klagen zu oder weißt du von Klagen in dem Bereich? Wie läuft das europarechtlich? Kann man da überhaupt, also kann ich als Privatperson Europarecht einklagen oder muss das irgendwie, muss ich dafür betroffen sein oder weißt du dazu Näheres? Ja, also sagen wir mal so, ich weiß, dass es Organisationen gibt, die über Klagen nachdenken. Mehr kann ich dir da im Moment nicht zu sagen. Wir selber haben jetzt eigentlich keine Klage gegen das Netz-DG geplant. Das hat auch damit zu tun, dass ja, es ist eine Frage der Betroffenheit, also der Klagebefugnis. Das hat eben damit zu tun, dass ich als Nutzer erstmal unmittelbar eigentlich keine Pflichten vom Netz-DG auferlegt bekomme. Wenn, dann können das die sozialen Netzwerke. Ja? Genau, also die werden davon betroffen, die könnten dagegen vorgehen und es würde mich wundern, wenn es da keine Bestrebungen in der Richtung gäbe. Eine andere Frage ist, wie sinnvoll das dann noch ist. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, heute in der Taz hat Johannes Fechner, der rechtspolitische Sprecher der SPD, ja bereits angekündigt, dass wenn die SPD am Drücker ist nach der Wahl, dann werden sie Änderungen am Netz-DG vornehmen. Das ist unfassbar eigentlich. Ne? Also was jetzt dann noch mit rein wollen nach der Vorstellung von Herrn Fechner, ist ein Restore-Anspruch, also ein Anspruch darauf, dass fälschlich gelöschte Posts wieder eingestellt werden. Ja, und also wenn ich diesen Artikel richtig verstehe, dann stellen Sie sich ernsthaft vor, dass man zu Gericht gehen kann und Facebook darauf verklagen, dass die einen Kommentar wieder freischalten. Ja, also man fragt sich, warum dann jetzt mit einer solchen Vehemenz dieses Gesetz durchgedrückt werden musste. Ja, ich kann mal empfehlen, wirklich diesen, also könnt ihr mal eingeben, Fechner, Taz, Netz.dg, und dann einfach mal lesen, was der da so sagt. Ich will das gar nicht weiter kommentieren, aber also kann ich wirklich empfehlen, ist wirklich lustig. Unfreiwillig. Okay, dann mach das aber erst nach unserem letzten Vortrag. Danke erstmal an dich, Volker.